Gospel-Projekt begeistert Stammapostel. Schon Luke Schneider, Oberhaupt der Neuapostolischen Kirche, besuchte am vergangenen Wochenende die Spitzenstadt. Ihm zu Ehren gestalteten drei Chöre am Samstag ein Gospel- und Lobpreiskonzert. Eine kleine Kostprobe gaben die rund 100 Sängerinnen und Sänger schon vor dem Gotteshaus auf der Kleinfriesener Straße. Gospel, zu Deutsch Gute Nachricht, spielt für die Mitglieder des Gospelprojekts seit 2007 eine wichtige Rolle. Damals wurde im Hinblick auf den Jugendtag der Neuapostolischen Kirche in Düsseldorf 2009 ein Projektchor geboren, zu dem sich Musiker aus drei Kirchenbezirken zusammenfanden. Nach dem erfolgreichen Auftritt in Düsseldorf wurde aus dem Projektchor das Gospelprojekt. Weitere Höhepunkte sollten folgen, wie beispielsweise beim Evangelischen Kirchentag in Dresden oder das Abschlusskonzert des Internationalen Kirchentages Anfang Juni in München und eben der Besuch des Stammapostels vergangenen Samstag. Unter dem Titel In Your Name gaben das Gospelprojekt und die Musikkids Gospels sowie Lobgesänge afrikanischer Sklaven und moderne geistliche Musik zum Besten.